zurück zur Krankenstation. Also wieder in die Monorail. Die hat gerade übel schnell gesprochen, ne? Schön wieder hier zu sein, auf jeden Fall. Die Tür zur Krankenstation ist hinter mir zugegangen. Hallo? Okay. Ein Überlebender. Endlich. Sie sind hier sicher. Ich bin Arzt. Ist Nicole Brennan bei Ihnen? Sie suchen also keinen Schutz. Nun, Dr. Brennan ist gerade beschäftigt. Soll ich Sie hinführen? Oder Sie öffnen diese Türen und ich suche Sie selbst. Wie egoistisch. Vielleicht kommt etwas rein. Oder raus. Scheiße. Aha. Sie wollen also Schwierigkeiten machen. Nehmen Sie Platz. Ich kümmere mich gleich um Sie. Okay. Wir haben hier einen asozialen Arzt gefunden. Perfekt. Mal wieder speichern, komm. Moin. Ja, killt mich doch gleich, ey. Jesus. Relax, Mann. Oh nee. Gefällt mir nicht. Aber. Oh. Margot, irgendwie nicht. Hallo? Wieso lebt er wieder? Jetzt reicht's. Ist jetzt mal gut, Junge? Wie viel hältst du bitte aus? Meine Güte.
Mir geht's gar nicht mehr gut. Freigabe bestätigt. Und ich wollte eventuell das Spiel mal noch auf unmöglich durchspielen, ne? Ich glaube, ich lasse das. Ich glaube, von der Schwierigkeit her ist es genau dasselbe, nur wenn du halt einmal tot bist, dann ist vorbei. Dann kannst du von neu beginnen. Naja. Ja. Wo ist der nächste Punkt, den wir anhitten müssen, um das hier frei zu machen? Ich sehe es nicht. Was ist das? Nee. Ja, warte mal. Okay, okay. Cool. Keine Stase mehr. Oh Gott. Einfach mal selbst gekillt, GG. Oh Gott, das war ja jetzt was, ey. Einfach über die eigene Klinge im Bauch. Ja, das war ja übel. Ja, dann machen wir halt alles nochmal. Diesmal ohne so viel Leben und Muni zu verschwenden. Ach, schon wieder. Digga. Bin einfach so bad in dem Game. So, rein da. Bitte stören Sie meine anderen Patienten nicht. Was ist das? Forschung natürlich. Ich stehe so kurz davor, den letzten noch fehlenden Faktor zu finden. Ein Ornithologe wird das. Lebst du immer noch? Nee, oder? Gut. Dieses Mal ging das etwas schneller. Gib mir ein Medipack, komm schon. Perfekt. Das war kein Medipack. Weiter geht's.
Ja, so geht das doch schon viel besser. Darauf erstmal ein Safe. Ein Knoten. Wir gehen erstmal da lang. Aufmachen. Ach so, okay. Shortcut. Überlebende kommen bitte zu uns. Hier ist Senior Medical Officer Nicole Brennan. Schatzweite Überbrückung der Übertragung. Isaac Clark. Nur ein Trick. Dr. Brennans engster Vertrauter. Wir waren Kollegen. Dr. Chalice? Mercer. Sind Sie der Grund, warum der Marker nicht beginnt? Das ist es. Die Konvergenz wurde nicht gestoppt. Sie hat eingegriffen. Die Frage ist nur, wie? Selbst wenn ich fragen würde, vermute ich, dass Sie nicht sehr gesprächig sind. Und ich habe die Todesursache als den fehlenden Faktor noch nicht vollständig erforscht. Verstümmelt. Ich glaube, Sie sind auf der richtigen Spur. Entspannen Sie sich, Mr. Clark. Die Konvergenz ist so nah. Vielleicht ist Ihr Tod das Zünglein an der Waage. Oh. Moin! Du bist hässlich. Stirb. Daniels, öffne das Chemielabor! Ach du Scheiße. Und weg. Entkomme der Kreatur, ja. Das machen wir auch. Wodurch? Da lang? Oh Gott, nee! Ja, ich bin doch eh tot, ne? Er hat die Station verriegelt und an der Besatzung experimentiert. Oh Gott.
Alle Ausgänge wurden von einem der Büros aus versperrt. Es muss das von Nasser sein. Ich kann die Innentüren mit Gewalt aufbrechen, aber du musst die Verriegelung in seinem Büro manuell aufheben. Hebe die Abriegelung auf. Und wir sind mal wieder ziemlich low. Ich will erst mal ein bisschen Leben haben, ey. Ich hoffe, die Kreatur kommt hier nicht hinein. Würde ich nicht mal ganz so lustig finden. Zwei davon. Hey, na, was geht? Es hat wieder einige zu viel. Find das nicht so cool. Oh nee, da bist du wieder! Junge! Und so einer auch noch! Was mache ich, was mache ich? Einfach mal im Kreis rennen. Nee! Oh nein! Kiten, einfach kiten. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg! Oh, Digga. Nee! Verlier doch mal die Beine. Mach das da rein. Oh mein Gott. Renn einfach, Boy. Geh doch auf. Falsche Seite, ne? Ja. Boah, ey, dieser Adrenalinpegel, den ich gerade hab. Nee. Jetzt schickt er nur noch Mitteilungen, wie sie sind. Nicht schlechter. Ich habe ihren Jäger gesehen. Ich weiß, wer das war. Nur ihre Regeneration. Großer Gott. Sehen Sie nicht, was Sie getan haben? Ich stimme Amelia zu. Wenn das Unitology ist, will ich damit nichts zu tun haben. Meine Diagnose? Der arme Terrence leidet an der gleichen Demenz, von der auf der LG7-Kolonie berichtet wurde. Amelia zum Beispiel. Die einzige Emilia, die er je erwähnt hat, war seine Frau. Emilia Kahn. Die starb vor 7 Jahren. Was hatten wir hier hinten nochmal? Da war, glaube ich, eine verschlossene Tür damals, ne? Ja. Ist immer noch da. Aber noch ein Audiolog. Logbuch der Chirurgie, Dr. Janice Marshall, Experiment 5 zur Belebe-Regeneration. Diese Kinder des Markers, Kahns Necromorphs, haben ihr alles nötige Material geliefert. Und die Überträgervariante hat eine wichtige Erkenntnis gebracht. Die Implantation des Materials direkt ins Gehirn führt zu optimalen Ergebnissen. Dazu muss natürlich das Stirnbein durchbrochen werden, direkt über der Glabella. Keine Sorge, ist alles steril. Okay.
Ich höre das Vieh schon wieder. Oha, großes Medipack. Weh. Wer ist da? Ah, moin. Moment, ich kann helfen. Nicht mir. Retten Sie die Hydrostation. Hier sterben alle. Die Luft ist Gift, aber es ist noch Zeit. Ihr Enzym funktioniert denn. Sie braucht nur flüssigen Stickstoff. Retten Sie uns! Ja. Scheiße, er hatte recht. Die Luftqualität nimmt im ganzen Schiff ab. Irgendetwas vergiftet den Sauerstoff auf der Hydrostation. Wenn wir unsere Luftzufuhr verlieren... Wir können es wohl reparieren. Er suchte nach flüssigem Stickstoff. Im Kryogeniklabor müsste welcher sein. Okay, sonst bleibt uns auch nicht viel übrig. Ich mache dir den Weg ins Kryo frei. Türprotokolle neu gestartet. Vielen Dank für Ihre Geduld. Jo, bitte, ne? Besorge Flüssigstickstoff. Okay. Toxische Gefahr registriert. Ach, Gott. Ich hasse diese Viecher. Wohin? Ja, und du auch noch, oder was? Genau. Deine Mutter, Digga. Einfach nur weg hier. Ja, wohin? Schnelleren Weg zum Kryogeniklabor. Ich öffne die andere Tür vom Chemielabor. Von da aus kommst du direkt hin. Stoppe das Giftgas. Besorge Flüssigstickstoff. Okay. Gut, wir sparen jetzt halt aber mal. Wir haben doch wieder einiges geschafft heute. Ich bedanke mich an alle, die dabei waren. Ich bedanke mich bei allen, die auf YouTube supporten. Wenn es euch gefällt, lasst bitte ein Abo da. Für den Support, ne? So. Kostet ja nichts. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein.